Hot- und Trachtenpremiere in Salzburg. Der Höhepunkt der Modemessen ist wie immer der Ausstellerabend auf der Steinterrasse. Die Messe ist sehr erfolgreich angelaufen. Wir sind alle in bester Stimmung bei dem Wetter, selbstverständlich. Und wir werden das heute gebührend feiern. Wir freuen uns, dass wir im Sinne unserer Aussteller die Tracht und Country Premiere jetzt zum 11. Mal im Salzburger Modezentrum durchführen können. Es ist doch mittlerweile eine Veranstaltung geworden, die als Saisonauftakt nicht mehr wegzudenken ist. Wir freuen uns heute auf eine tolle Modenschau und ich glaube, dass es sehr wichtig ist für die Branche allgemein, einfach so um News und einfach mal ein bisschen einen Branchentalk zu machen. Der Sommer 2011 bei Sportalm ist nach wie vor dirndl-lastig, weil das Dirndl ungebrochen attraktiv ist für die Frauen, weil die Männer sie darin so gerne sehen. Und die kurze Länge dominiert weiterhin. Es wird allerdings tendenziell etwas traditioneller. Es ist nicht mehr ganz so viel Glitzer und Glamour angesagt, sondern originale Stoffe, authentische Designs, aber immer noch jung und modisch interpretiert. Wallmann. Es wird alles leichter, luftiger, wäschiger. Das heißt, den Temperaturen gemäß haben wir was gelernt und wir machen es noch leichter und mit Spitzen verziert lockerer einfach. Die Trends sind natürlich sehr leichte Verarbeitungen, das sommerliche Feeling im Leder rüberbringen. Dann hat man natürlich schon Akzentuierungen in der Farbe und da haben wir jetzt heuer ganz stark auf Orange, auf ein ganz edles, teures Orange gesetzt. Nicht? Und natürlich geht es über Verarbeitung, Tailoring, nicht? Das ist ganz eine wichtige Geschichte. Die Leute müssen das Material spüren, müssen die Leichtigkeit spüren und dadurch zeigt sich halt dann auch die Klasse eines Produktes. Nicht? Und das ist heute, glaube ich, das Wichtigste. Für unsere Kollektion von Modewurf nehmen wir immer eine starke Frauenpersönlichkeit und diesmal ist es die Frida Kahlo, die mexikanische Malerin. Ja, man spürt schon ein bisschen spanisch-mexikanischen Stil in den Teilen, aber es ist trotzdem tradiert und wir sind unserem Stil treu geblieben. Also die Mode schaut sicherlich so aus, wie wir uns fühlen, also super gut. Es ist ein herrlicher Abend wieder hier im Hotel Stein in Salzburg. Wir versuchen neue Akzente zu setzen, wir versuchen neue Farbmischungen, die wir heute präsentieren, auf schwarz-braun, braun-schwarz-beige gemischt, also versuchen ein bisschen eine Ernsthaftigkeit der Klassik mit reinzubringen in unsere Sportlichkeit. Luis Trenker bemüht sich, Schritte nach vorn zu gehen, neue Wege zu gehen und die möchten wir heute auch lustig präsentieren, wie wir es versuchen, immer wieder neu zu interpretieren. Ja. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, mit dem Schlussapplaus, der jetzt natürlich für die Luis Trenker gut gilt und für alle anderen. Und ich nehme ich hier einen Applaus. Das hat Ihnen hoffentlich alle gefallen. Es war ein ganz tolles Event. Thank you.